So, und wieder einmal herzlich willkommen zurück zu FTW Infinity. Ich bin der Gastgeber Vexmax und das ist passiert. Ich habe mir das Pattern für die Advanced Solar Generators gemacht und die werden wir mal kurz craften. Davon 4 Stück. Next, was fehlt? Gar nichts. Siehste, bin ich gut oder bin ich gut? Danke der Nachfrage. Ja, es braucht ein klein wenig länger. Warum braucht er so lange? Achso, ja, stimmt. Ich muss ja wieder die blöden, dämlichen Alloys machen. Na gut. Was ich aber jetzt noch brauche, wie gesagt, war ja das Creeper-Teil. Das heißt, wir brauchen einen Spawner. So. Den hier brauchen wir. Einen Z-Logic-Controller. Was haben wir dafür? Silicon, Solarium, Zombie-Head, Redstone. Ein Zombie-Head haben wir. Silicon brauche ich 2 Stück. Solarium brauchen wir 2 Stück von. Haben wir das Silicon? Ja, haben wir. Und ein kleines Stückchen Redstone. Dann müssen wir nach da hinten gehen zu unserem Mr. Splice und Slice oder so, wie das denn auch hieß. So, dann die beiden nach da, das Silikon nach hier, Redstone nach da. Mach ich noch. Danke sehr. Lass mich hier raus. Wir brauchen noch Pulsating Crystals, ne? Powered Spawner. So. Wir brauchten noch die Dinger hier. Shit. Naja, egal. Ist ja nicht so schlimm. Wir brauchen ja bloß ein paar von den Vibrant Alloys. Das heißt Vibrant Alloys. Davon brauchen wir 1, 2 Cancel. So, 2 Stück. Next, start. Wenn wir dann davon 2 haben. Der Powered Spavner. So. Ja, das braucht man ein bisschen. Ein bisschen länger. 10 Sekunden, ist klar. Ja, okay. Wie auch immer. So, so. Hallo? Achso, falsches Ding. Powered Spavner. So, 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 1, 2. Dann hätten wir die Pulsating Crystals. Und damit hätten wir noch lange nicht alles, weil uns noch etwas Electrical Steel fehlt. Electrical Steel brauchen wir 3 Stück nochmal von. Start. Und was brauchte ich noch? Powered. Oh ja, stimmt. Mist. Nein. So, den hier, das hier, das, das. So, perfekt. So, jetzt brauchen wir nur noch das Electrical Steel, was wir jetzt schon haben. Dann kommt das nochmal nach da hinten. Nee, Quatsch, das kommt in Anvil. Den habe ich aber da hinten stehen. Oder? Habe ich das? Ja, da steht er. Anvil, so. Broken Creeper Spawner plus Spawner macht 20 Enchant, 30 Enchantment Cost, Mist. Na gut, was soll's. Mein Obelisk hat die ganzen Zeug, hat 400 noch Hot Level. Also von daher ist das nicht so das Problem. 15, nein, Quatsch, ich brauche so. Alter, 455 Level, das muss ja mal einer geben. Jups. So und so, das heißt, es wäre ein Creeper Spawner, danke sehr, ein Powered Creeper Spawner, zusammen mit einem Oktakristall nehmen wir den dann mit und tun ihn nach hinten in unsere nette kleine Farm mit einem Schluck Energie. So, ich hoffe zusehends, dass der funktioniert. Und wie der funktioniert, oh fuck it. Da gehe ich nicht mehr rein. Der hat mir gerade 2 Fließbänder zerhackt. Zerhackstückelt. Das ist... Was denn das für ein Bullshit? Wieso ist der hier vorne explodiert? Was zum Geier? Das ist nicht nach Plan gelaufen. Das ist gar nicht nach Plan gelaufen. Oh, fuck me. Oh,
Sag nichts, mach nichts, tu nichts, was du unüberlegt hast. Ich krieg gleich die Motten. Halt die Klappe, du blödes Arsch. Ah, fuck. Okay, Creeper-Spawner, keine gute Idee. Fuck, ehrlich gesagt. Das ist echt scheiße gelaufen. Tja. Fuck. Echt jetzt, fuck. Und meine Musik ist auch aus, weswegen ist das? Kacke. Ja, prima. Da habe ich jetzt echt, das freut einen ungemein, wirklich. Was ich hier machen könnte, ist einen unterirdischen Raum erstellen, der dann mit Cursed Earth gefüllt ist und wieder das Ding in hier hat. Das Einzige, was ich mir da denke, ist, ich spawn da so ziemlich alles und nicht nur Creeper. Aber, fuck. Ja, das hat gerade sehr, sehr weh getan und, naja, geil. Machen wir erstmal mit den Solardingern weiter. Da habe ich jetzt keinen Bock, mich mit Creepern weiter zu beschäftigen, ehrlich gesagt. Deswegen brauche ich jetzt mal gerade was Ruhigeres. Aber dass das direkt da so explodiert ist, dass das, ehrlich. Und vor allem die Redstone-Steuerung, wieso hat die nicht funktioniert? Ich habe gerade, wenn du Lever dran tust, dann hören die auf zu spawnen. Deswegen war ich mir ganz sicher, dass das aufhört. Aber es ist anscheinend nicht so wie bei einem Dingensteil. Oh, Backe. Oh Gott sei Dank, ich habe sie nicht, weil. Shit, das Ding ist eins zu klein. Ach, komm, ist mir jetzt egal. So, zack, das Ding funktioniert. Mal kurz reingucken. 3,5 kk. Wie viel hat das hier? 3,5. Hä? Max 18? Wie viel hat das hier? Auch Max 18. Halt 18. Was? Das habe ich nie verpeilt. Ist das hier eins im Boden drin oder was? Nee. Wieso sind das. Okay, ich muss das nicht verstehen, oder? Gut. So, jetzt aber wie gesagt. Erst einmal hier wieder raus. Oh, aber damit kriegt man, das regt mich immer noch auf, ey. Das ist doch einfach zum Kotzen. Mann, ey. Dang it. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Chicken, Snowman, Ghast, Enderman, Ocelot, Slime, Mushroom, Wolf, Skeleton, Villager. Und ich habe kein Creeper Dimlet, wirklich. Nee. Oh, dang it. Ich habe gedacht, ja, du hast ein Creeper Dimlet. Und dann, nein, du hast kein Creeper Dimlet. Ja, was ist das hier eigentlich? Ein Quarzblock, herzlichen Glückwunsch. Wo war ich jetzt dran? Richtig, hier drin. Einmal brauchen wir jetzt. Wie mache ich eigentlich Hydrogen Chloride? Durch eine Evaporation Plant. Wird da Brine draus? Das Electrolytic Separator, wird Chlorin draus und. Okay. Wie viele Tesseraktor haben wir? Gar keine mehr. Jetzt muss ich überlegen, wie mache ich das? Mache ich jetzt extra zwei Tesseraktor, weil ich brauche Hydrogen Chlorin oder Chlorine, keine Ahnung, was auch Chlor eben. Das muss ich in den Chemical Infuser stecken, damit ich dann im Chemical Injection Chamber Schwefel rauskriege, das Schwefel zu Schwefeldioxid im Chemical Oxidizer mache und das wiederum zu Schwefeltrioxid zu in einem Chemical Infuser wiederum und so ein Zeug. Sehr interessant. Das ist exakt der Prozess, um Schwefelsäure zu machen. Okay, ich meine, HCl plus Gunpowder ist so eine Sache, aber wird funktionieren. Danach müssen wir das Ganze oxidieren, damit wir Schwefeldioxid kriegen. Das Ganze wird dann wiederum mit Sauerstoff versetzt, um Schwefeltrioxid zu kriegen. Und das wiederum wird über Wasserdampf geleitet. Das ist normalerweise ein Doppelverfahren, um eigentlich Oleum zu kriegen, also die Schwefelsäure. Aber das wird dann. Oder zerfällt dann eben mit Schwefelsäure zu normaler Schwefelsäure. Aber das ist eigentlich richtig. Das ist sehr interessant.
Na gut. Wo waren wir dran? Chemical Injection Chamber erstmal und Tesseract. Da ich Schiffe noch kein Dingens habe, ist mir sehr diffus. Shit, wir haben plus 1. Das heißt, ich brauche mehr Enderium. Enderium. Machen wir mal 12, da haben wir 3 noch. So, Start. Ja, was brauchte ich jetzt noch? Das war jetzt die Frage. Gott, wie ich Creeper hasse. Ihr habt doch noch irgendeinen Spawner gehabt, oder? Ah, nee, das ist der Skelett-Spawner. Stimmt ja. Skeleton, Spider, Witch. Das ist Bullshit, Mann. Ich bin gerade echt am Überlegen, wie mache ich, dass ich eine bessere Creeper-Farm kriege? Weil hier, wie man sieht, hat es ja super gehalten. Ich bin gerade überlegen, hier alles mit Gras zu ersetzen, damit ich hier das Cursed Earth Zeug eventuell überall hinkriege. Das Problem ist, ich muss natürlich aufpassen, dass ich absolut nichts damit irgendwie auch nur ansatzweise verbinde. Aua, ja, ist ja gut. Weil wenn ich das tue, habe ich das nette kleine Problem, dass sich das Cursed Earth Zeug weiter verbreitet. Das ist schlecht. Deswegen mache ich eventuell einen komplett abgeschlossenen Raum hier ein paar Ebenen weiter drunter. Also so neben dem Lagerraum am besten. Damit ich da dann eben die Mobs drin spawnen lassen kann. Aber das ist so eine Sache. Da beschäftige ich mich jetzt nicht mehr drum. Sondern später, wenn ich das auch den Rest aufgebaut habe. Eine Chemical Injection Chamber brauchen wir. Nein, Injection Chamber brauchen wir. So, das Ding hier braucht dann noch 2 von denen. Oh, come on. Was brauchen wir? Am besten, was weiß ich, 20 von allem. 20 davon, Start. 20 davon, Start. Und 20 davon. Oder machen wir direkt 64 davon. Next, Start. So, das sollten erstmal genug sein, die wir hier haben. Weil jetzt gerade wirklich alles anfeuern hier hinten. Apropos anfeuern, wir müssten eventuell bald nochmal den Reaktor anfeuern, weil unser Strom langsam zur Neige geht. Und mit langsam meine ich, wir sind noch bei 173 Gigajoule. Ne, ist nicht mehr das allerbeste. Aber es reicht zumindest noch. Aber brauchen die Dimensionen eigentlich eine Menge? Ich hab keine Ahnung. Ach nee, das ist Dining Device. Naja. Wie viel war hier drin? 128. Ach du Schande. Das ist mein Energy Tesseract. Nee, ich bin gerade überlegen, die Flüssigkeit. Die kann ich durch keinen Tesseract nach hier holen, ne? Warte mal, ich habe bloß einen Lava-Tesseract. Ja. Nee, da läuft ja auch Lava durch. Ich kann da nicht noch eine Flüssigkeit durchschicken. Das könnte zu ernsthaften Problemen führen. Mist. Tja. Warum gibt es keine Teleport-Pipes mehr? Das wäre so schön. Phew, egal. Eventuell sollte ich mal mit einem Schalter gucken, dass ich den da hinten gedrosselt bekomme. Weil das wirkt gerade doch ein bisschen viel Weed, ehrlich gesagt. Und ich meine, viel ist gut, zu viel ist wieder sehr, sehr schlecht. Da läuft mir da einfach ein scheiß Zombie durch. Unglaublich. Wo war ich dran? Chemical Injection Chamber. So, machen wir mal den hier. 1, 2. Dann machen wir mal den hier. 1, 2. Dann machen wir mal das. Vieh geht noch nicht. Weil wir erst noch ein paar davon brauchen. 1, 2. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte den hier so haben. Ah, was braucht man noch dafür? Alter, das... Ach Gott, noch eins. Habe ich schon wieder keinen Stahl oder was? Schon echt kein Stil mehr. Tatsächlich, ich habe keinen Stahl mehr. Alter, ist das dein Ernst? Das ist heftig, dass mir die ganze Zeit der Stahl ausgeht. Ich habe doch eben erst 100 gemacht. Wo ist der hin? Die kann doch nicht alle verbraucht haben, das ist unmöglich. Oder? Naja, ich weiß noch nicht so ganz.
Naja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen, auch wenn sie mir nicht wirklich gefallen hat. Wenn ja, lasst mir noch einen Daumen da. Wenn nein, dann eben nicht. Und naja, ich hoffe mal, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Fuck Up with Vexmax Industries und so Zeug. Naja, ne, wir sehen's ja. Euch bis dato noch ein schönes Spiel und bis zum nächsten Mal bei Vexmax Industries. Bye, bye.